Die Detroit Lions haben Verhandlungen mit dem Spieler aufgenommen, den sie an der ersten Stelle in der Draft einberufen wollen. Sie sagen aber nicht, wer es ist. Jetzt darf spekuliert werden, wer es denn sein könnte. Viele Reporter glauben, dass es Georgias Quarterback Matthew Stafford sein wird. Dallas und Detroit sind die beiden festen Größen am Thanksgiving-Tag in Amerika. Seit 2006 findet an diesem Feiertag noch ein drittes Spiel statt, das aber keinen festen Teilnehmer hat. Ob Detroit in Zukunft noch zu den festen Teilnehmern gehören wird, darf bezweifelt werden. Nach der 0-16-Saison der Lions sagte Commissioner Goodell beim letzten Super Bowl, dass man überlegt, den Lions das Spiel wegzunehmen. Und im großen Club der Frauenschläger begrüßen wir Raiders-Tackle Cornell Green. Er wurde am Samstag an seinem Wohnort in Florida von der Polizei festgenommen, weil er die Mutter seiner beiden Kinder geschlagen hat. Danach floh er aus dem Haus und wurde am Flughafen verhaftet, als er in eine Maschine nach Oakland steigen wollte. Die Lions werden in der kommenden Saison das Trikot mit der Nummer 93 zur Ruhe setzen. Es gehörte Corey Smith, der vor einigen Wochen bei einem Bootsunfall an der Golfküste Floridas spurlos verschwand. Schon im Jahr 2010 soll es ein zweites Saisonspiel der Bills in Toronto geben. Die Firma, die die Bills in Kanada vermarktet, bearbeitet die NFL dahingehend. Die Chefetage der Bills gibt sich überzeugt, dass das Team aus Buffalo kein zweites Saisonspiel in Toronto austragen wird. Zwei Spiele in Toronto wären bei der kurzen NFL-Saison ja ein Viertel aller Heimspiele. Bei aller Liebe der Fans in Buffalo zu ihren Bills, aber ob sie das hinnehmen werden? Die Fans sind schon sauer genug darüber, dass Buffalo ausgerechnet gegen einen Divisionsrivalen in Toronto antreten musste. Die Dolphins hätten letztes Jahr in Toronto einen großen Vorteil gehabt, weil sie im geschlossenen Stadion gegen die Bills spielen konnten, anstatt im windigen, eiskalten Buffalo. Für das Spiel 2009 sind ja schon die Colts im Gespräch, aber die Liga hat auch noch die Buccaneers und die Saints in den Topf der möglichen Gegner geworfen. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.